Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man, die Stadt, die niemals schläft, Episode 1 und dem Beagle. Boah, wenn ich das bis zum Schluss durchhalte, den Titel so lang zu benennen. Wow, wow, wow. Ja, Just Facts hat sich gerade gemeldet. Der gute Jameson hat diesmal ziemlich viel Aggression uns gegenüber gehabt. Der hat nur geschrien und geschrien und geschrien und geschrien. Ich glaube nicht, dass wir dann doch dazu bekommen, was Nettes über uns zu sagen. Naja. Was macht der denn eigentlich? Was kriegt der eigentlich für einen Nervenzusammenbruch, wenn es dann zwei Spider-Mans gibt mit Miles Morales zusammen noch? Ich sehe das psychologische Trauma schon vor mir. Wir haben letztes Mal einen Kunstraub verhindert und dabei so ziemlich das ganze Museum zerlegt. Aber Hauptsache Black Cat hatte ihren Spaß. Nicht wundern, wenn gleich eingeblendet wird, dass ich mir Miles Morales installiert habe. Ich habe das nämlich in der Tat getan. Noch eine Autobombe. Welche Familie war es diesmal? Wieder Hammerhead? Vermutlich. Könnten noch mehr da sein. Ruf lieber das Bombenkommando. Bomben unter Sachen? Zeit für eine kleine Lösung. Spider-Bot aktiv. Jetzt sollte er die anderen Bomben finden. Die ist deaktiviert. Ich muss die anderen finden. Mhm. Ich höre sie doch. Ich muss nach den blinkenden Lichtern an den Zündern Ausschau halten. Ich höre sie. Ich höre sie. Das wird nichts. Ist ein Bombenzünder in der Nähe, hört der Spider-Bot seine Frequenz. Hä, wollt ihr mich trollen? Wollen die mich trollen? Der Spider-Bot sieht die Bombenzünder als hell blinkende Lichter. Ja, offensichtlich ja nicht. Oder ist es in dem Ding drin? Oh Gott, ist doch mir nicht, dass es in dem Ding drin. Mir läuft die Zeit zur Deaktivierung davon. Ja, danke. Entschärft. Ich muss die anderen finden. Oh Gott. Leute. Ich sehe sie. Die Zeit läuft. Ich muss die Bomben deaktivieren. Entschärft. Noch eine. Das wird knapp werden, Leute. Ich sehe sie. Puh, alle entschärft. Hammerhead hat eine Mission. Lieber die Augen nach weiteren in der Stadt offen halten. Neue Verbrechen freigeschaltet, ja. Irgendwie. Ah, okay. Hallo? Spider-Man, hier ist Detective Mackie. Ich habe deine Nummer von einem Freund bei der Polizei. Ich wette, ich kenne Ihren Freund. Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Vielleicht sollten wir persönlich darüber reden. Kannst du bei Gelegenheit im Revier in Greenwich vorbeikommen? Ich hörte, du triffst dich gern auf Dächern. Sicher doch. Bis gleich. Damit werde ich erstmal beschäftigt sein, während ich auf MJ warte. Der Museumsraub war verrückt. Eine Zusammenarbeit mit Hammerhead klingt nicht nach Black Cat. Ich hoffe, MJ kann mehr über den Speicherstick erfahren. Okay. Jetzt zeig mir mal. Haben die nicht gerade gesagt, ach so, die tauchen einfach, ach nö. Ja gut, von mir aus, ist mir egal. Spider-Man, hier drüben. Wo drüben? Da drüben. Hallo. Detective Mackie, nehme ich an? Vielen Dank fürs Kommen. Ich möchte mit dir über Black Cat reden. Ich verweigere die Aussage. Nicht die neue Katze, die alte, vor 20 Jahren.
Ich habe an dem Fall gearbeitet. Black Cat ist eine Nachahmerin? Was ist mit dem Original passiert? Er starb im Gefängnis. Aber wir haben nie alle gestohlenen Gemälde gefunden. Ich habe eine neue Spur, aber die Polizei will keine Ressourcen an einen alten Fall verschwenden. Ressourcen verschwenden ist meine Spezialität. Super. Begib dich dorthin. Ich erzähle dir alles unterwegs. Okay. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Ich gehe bald in den Ruhestand und dies ist mein größter ungelöster Fall. Also wollte ich ein letztes Mal durch die Akten gehen. Die alte Katze stahl am liebsten Kunstwerke. Doch kurz bevor er geschnappt wurde, überfiel er eine Rauchmelderfabrik. Rauchmelder? Das klingt seltsam. Eigentlich nicht. Er stahl das darin enthaltene Americium 241. Wir dachten, jemand wollte ihm die Radioisotope abkaufen. Aber ich habe mir neulich einen Film angesehen und dabei kam mir eine Idee. Was, wenn er die Gemälde mit den Isotopen markiert hat, damit er sie leichter findet, wenn er wieder draußen ist? Welchen Film haben Sie gesehen? Halt, halt, sagen Sie es mir nicht. Spoiler. Also dachte ich, wenn wir dem Isotop folgen, könnten wir die gestohlenen Gemälde finden. Mein Anzug enthält einen Scintillationszähler, mit dem es funktionieren sollte. Ich melde mich, wenn ich was finde. Danke, Spider-Man. No. Wenn der Fall gelöst ist, kann ich zufrieden in den Ruhestand gehen. Und nichts wollen wir lieber, als dass Menschen zufrieden in den Ruhestand gehen können. Ich sehe das Gebäude, zu dem ich hin muss. Ich glaube, eins der gestohlenen Gemälde ist ganz in der Nähe. Das Signal kommt aus diesem Anschlusskasten, aber ich erfasse keine Elektrizität. Vielleicht ist der nicht echt? Ob er wohl innen hohl ist? Wie bekomme ich dieses Ding am leichtesten auf? Eine Zeichenrolle. Detective, ich habe ein Gemälde gefunden. Es war in einem falschen Anschlusskasten versteckt. Ja, ich wusste es. Lass es dort. Ich schicke jemanden, der es abholt. In der Zwischenzeit schicke ich dir einige andere Adressen, die Hardy regelmäßig besuchte. Klingt gut. Moment, sagten Sie Hardy? Ja, der Name der ersten Katze war Walter Hardy. Ich schaue in seine Akten und kann dir dann mehr erzählen. Ha, die Tochter hat einfach weitergemacht, ja? Okay, noch mehr Sammelaufgaben. Walter Hardy, die erste Black Cat. Felicia Hardy, die Black Cat, die ich kenne. Scheint ein Familienunternehmen zu sein. Lange vermisste Beute. Peter, der Polizeiscanner meldet gerade eine Schießerei zwischen Hudson und North Moor. Unterliegt das Gebiet nicht der Magier? Ja, was auch immer Black Cat gestohlen hat, hat womöglich gerade einen Bandenkrieg ausgelöst. Ich werde mir das jetzt genauer ansehen. Gibt es schon was Neues zu dem Museumsraub? Das ist, was ich weiß. Niemand weiß, was auf diesem Stick im Maria-Gemälde war. Aber angeblich hat Hammerhead ihn jetzt und die Magia-Familien rasten aus. Muss wohl ziemlich wertvoll sein, wenn eine berüchtigte Kunstdiebin dafür die Kunstwerke ignoriert. Ja, das stimmt. Warum arbeitet sie wohl für Hammerhead? Normal macht sie alles alleine. Wer weiß. Ich habe schon längst aufgegeben, Felicia zu durchschauen. Felicia, ja? Ihr nennt euch beim Vornamen. Also, ich meine, ich denke, vielleicht... Wir halten uns auf dem Laufenden, okay? Peter, das drückt man MJ doch nicht so auf. Mensch, Mensch, Mensch. Mal gucken. Achtung, alle Einheiten. Aktiver Sprengstoff wurde bestätigt. Okay. Der Ort ist north of Houston. Over. Na, wenn wir das jetzt schon mit dabei haben, dann holen wir uns das auch. Und er mit seinem Leute, erinnert euch wahrscheinlich nicht daran, aber es gab früher schon eine Black Cat. Einen Verbrecher der alten Schule. Und natürlich musste die Neuauflage, wie alles heutzutage, eine Frau sein. Natürlich liebt niemand die Frauen mehr als J. Jonah Jameson. Arschloch. Natürlich auf respektvolle, nicht belästigende Weise. Ich halte diese neue Black Cat bloß für ein schlechtes Vorbild für unsere jungen Damen. Das Original hat gestohlen und etwas riskiert.
Er wollte uns nicht weismachen, er wäre ein guter Kerl. Erinnern Sie sich? Sie spielte die Verbrechensbekämpferin, bis klar wurde, dass sie die Gauner bestahl, die sie hinter Schloss und Riegel brachte. Das beweist, was ich immer sage, eine schwarze Katze lässt das Mausen nicht. Gut, manchen Katzen kann man es abgewöhnen, aber Sie verstehen mich. Moment. Jared sagt, es sei unmöglich, Katzen das Mausen wirklich abzugewöhnen. Dann lag ich also doch richtig. Ha! Boah, der ist aber auch wieder auf Vollfahrt, ne? Der ist ja hier richtig on tour, der Jameson. Der schreit sich hier die Seele wund, um alles und jeden in seine Verschwörungstheorie mit reinzureißen. Er hat sich also quasi nach dem Hauptgame einfach komplett nochmal ein bisschen warm gemacht. Sind nicht zimperlich. Ich muss das beenden, bevor jemand getötet wird. Zack. Zack, 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 zack. Au. Na komm, prügeln wir uns durch. Ah, da ist noch einer. Puh, alle entschärft. Ist das Hammerhead persönlich? Offensichtlich, ha? Huh? Hey, die ganze Bande ist da. Oh. Erledigt. Spidey? Er hat auf einmal entschieden, er will ein anderes Ziel. Ist okay, damit kann ich leben. Habe ich alle erwischt? Ich glaube ja. Nee, einen haben wir nicht erwischt. Okay, 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 ich gebe auf. Lässt du mich gehen, wenn ich dir alles erzähle? Nicht, wenn du es nicht tust. Die weißhaarige Tussi meinte, wir sollen hier unten etwas Lärm machen. Köder für Deppen. Und ich bin der Depp. Wo hast du sie getroffen? In der Bodega, auf der Waverly. MJ, die Schießerei war eine Ablenkung. Black Cat wollte damit die Polizei weg von der Waverly Street locken. Eine der anderen Magierfamilien hat ein Versteck an der Waverly, die Scissoros, glaube ich. Vielleicht erwische ich sie noch. Felicia lässt sich Zeit. Sie geht immer systematisch vor. Ist das so? Ich melde mich wieder. Da ist die Bodega. Okay, Felicia, wo bist du? Ja, klar sehe ich ihre Kratzabdrücke. Da oben. Ihre Überwachungsausrüstung. Was hast du dir angeschaut, Felicia? Ist das wie im Hauptgame? Dass es anfängt zu vibrieren, wenn ich in der Nähe bin? Ja. Hab dich. Oh, hallo Spinne. Felicia, die Magier ist kein Scherz. Du solltest nicht so mit ihnen spielen. Aber ich spiele so gerne. Spider-Man, er gehört zur Katze. Schnappt ihn! Ich gehöre nicht zur Katze. Was? Wer die Scissoros bestiehlt, kommt nicht. Ach, nicht so einer schon wieder. Ihr Typen zieht ja gerne schnelle Schlüsse.
Ich lasse die gar nicht rauskommen, auch nicht schlecht. Wir zahlen doppelt so viel wie Hammerhead. Ich arbeite weder für Hammerhead noch für eine andere Familie. Ich bin nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Wie so oft im Leben von Spider-Man ist er zur falschen Zeit am falschen Ort. Ah, das ist ein Digger, das ist ein Digger, das ist ein Digger. Ah. Jetzt hat er mir komplett den falschen ein. Kommt die auf einmal alle? Hör mal. Ich will mal was ausprobieren. Au. Das hat Spaß gemacht. Wo ist Felicia hin? Das weiß ich nicht, wo sie hin ist. Woher soll ich das wissen? Ich beobachte dich gerne. Erinnert mich an alte Zeiten. Was ist auf dem Stick? Ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher. Warum stiehlst du ihn dann? Wenn ich es nicht mache, töten sie meinen Sohn. Warte, dein Sohn? Spidey, sei doch nicht so schockiert. Verdammt, Felicia hat einen Sohn? Kann nicht sein, also könnte schon sein und ich könnte... Oh nein, darüber denke ich lieber gar nicht erst nach. MJ, ich habe die Katze gefunden, aber sie ist entwischt. Oh. Wirklich? Wie systematisch von ihr. Sie hat noch einen Speicherstick geklaut. Jede Familie hat also einen Stick. Was wohl drauf ist? Hast du noch was rausgefunden? Naja, nicht viel. Okay. Klingt, als würde sie Hammerhead im Machtkampf gegen die anderen Familien helfen. Das könnte für uns alle böse enden. Die Stadt braucht definitiv keinen Bandenkrieg. Ich lasse es dich wissen, wenn ich etwas über die Sticks erfahre. So, so. Spider-Man könnte der Vater des Kindes sein, ja? Was geht, Spidey? Oh, ich bin nein. Dein Fan. Screwball, verpiss dich. Oh, sag mir nicht, du bist wieder raus. Aber sowas von. Und ich habe einige meiner Fans mitgebracht. Sind sie nicht unfassbar süß? Sie helfen mir bei meiner neuen Show. Und du musst unbedingt vorbeischauen. Bis dahin. Nein. Diese Typen hat man wohl nicht wegen guter Führung entlassen. Ich sollte mir das da drüben genauer ansehen. Ist das die Hauptquest? Hope not. Eines der gestohlenen Gemälde müsste hier irgendwo sein. Ja, echt? Oh, ein Verbrechen auch noch? Moment, ich muss erst da oben... Das muss der Ort sein. Wenn Sie meine Karriere verfolgt haben, und das haben Sie natürlich... Detective, ich habe noch ein gestohlenes Gemälde gefunden. Jonah ist einfach nicht so wichtig, als dass wir uns die Radiosendung... Wenn wir damit durch sind. Wie ist Hardy überhaupt gestorben? Hat versucht, aus Rikers auszubrechen. Ist beim Schwimmen ertrunken. Aber jetzt können wir seine Beute zurückgeben. Und vielleicht erwischst du auch so die neue Black Cat. Stimmt, was ich natürlich will. Ich muss los. Bis dann. Ruinieren ist nicht genug. Scharfe Anzüge. Fürs Gefängnis schick gemacht. Spider-Man! Ach, scheiße, das war falsch. Ich wollte das gar nicht, Leute, aber ist okay. Passiert. Wow, Hammerhead-Leute haben ein unschlagbares Selbstbewusstsein. Oh, vielen Dank. Die hätten mich erschossen. Vielleicht, ja. So, wo muss ich jetzt hin? Ich hoffe, dass das nichts mit diesem Screwball, mit dieser Screwball jetzt zu tun hat. Die war nämlich schon im Hauptgame. Achtung, alle Officer. Ein Kronzeuge der Magia wurde als vermisst gemeldet. Officer bei Gramercy, bitte melden. Ich kann sowas nicht stehen lassen. Ist das dein Ernst? Schaltet ihn aus! Solltet ihr nicht lieber Baseballkarten statt verschnürte Bürger tauschen? Bist du eine Kostprobe? Nein. Bitte schön. Danke, Spider-Man. Ich werde auf jeden Fall aussagen. Halt durch, Kumpel. Die Cops sind unterwegs.
Wisst ihr was? Die Cops kommen. Die... Ich würde sagen, die nächste Quest machen wir, die nächste Hauptmission machen wir, Alle Einheiten, ein Kronzeuge gegen die Magia hat eine Bombendrohung erhalten. Officer Murray Hill, auf weitere Befehle warten. Bin dabei, bin... Es ist weg. Es ist weg, Leute. Ist ein Problem. Na gut. Dann bleibt es dabei, dass wir uns in der nächsten Folge mal ansehen, was unsere nächste Hauptmission ist. Ah, ich hab's befürchtet. Alle Einheiten. Polizisten liefern sich eine Verfolgungsjagd mit einem Magia-Fahrzeug. Officer Murray Hill. Auf weitere Befehle warten. Auf weitere Befehle warten? Ja, auf Spider-Man warten, behaupte ich, ne? Ich will nicht. Aber so. Peter hat also Angst, dass es sein Kind sein könnte. So. Ach, Peter Parker war doch nicht so. Was ist los? Hat euch einmal keine Fahrstunden? Natürlich nicht. Oh Gott, nein. Lang nicht gesehen. Endstation. Das war dumm von mir. Ist der erste Stand dann? Jetzt hab ich's doch kaputt gemacht. So. Das Mafia-Leben ist schön. Schnelle Autos, fliegende Kugeln und Zeit im Gefängnis. Und ich würde sagen, dass das doch ideal war, um einen wunderbaren Cut hier reinzumachen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und hab rein.